Im Prinzip die Idee von der Alm ist das gewesen, der Zeit ein bisschen zu entkommen und einfach irgendwie den Schnelllebigen entgegenzuwirken und mit den Kindern da ein bisschen in der Natur wieder irgendwie Fuß fassen. Ja, die Bodenalm hat halt die Eigenschaft, dass sie halt zwischen Seefeld und Scharnitz liegt und dass sie halt relativ tief ist und dass sie relativ leicht zu erreichen ist. Das ist die Bodenalm, ist auf der Leiter schon mal relativ leicht zu erreichen und ist die niedrigste Alm, die wo wirklich irgendwie mit Kühe bewirtschaftet wird. Ja, Kühe haben wir momentan da 37 Milchkühe. Die werden zweimal am Tag gemolken. Wir haben jede Woche 3700 Liter Milch, von der wir ungefähr 200 bis 400 Liter selber verkäsen, je nach Bedarf. Da machen wir Graukäse und Butter. Den Rest holt die Tirolmilch. Wir haben auch da 1A Bio-Qualität mittlerweile und sind von dem her echt gut aufgestellt. Am meisten taugen auf der Bodenalm, dass wir halt wirklich ins Bemühen, alles zum selber zu machen. Also von den Kreiseschmauen, da machen wir nicht nur in Schmauen selber, sondern wir machen auch das Äpfelmus, den Zwetschgengräsch, da produzieren eigentlich alles zusammen bei uns in der Küche, kaufen eigentlich nur das Notwendigste im Prinzip und Zutaten sind später, wie gesagt, alles zusammen selber gemacht. Der Winzer oben auf der Region macht einfach aus, dass man Sommer wie Winter eine super Lebenszeit da rum verbringen kann, oder? Und sind Sprachstelle auch umschauen, du siehst schon, wie es ausschaut.